Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pixelmon. Und ja, die erste Folge war ja wunderschön. Ganz viele Erklärungen, ganz viel zu sehen und jemand Neues. Ja, wir schalten jetzt mal zurück in die Ansicht, so wie sich das gehört. Und ich nehme euch jetzt einfach mit auf meine Reise und wir suchen uns jetzt hier erstmal so in diesem Grundstück ein wenig Gedöns und Geföhns, wo wir uns niederlassen können. Und ich finde es einfach so geil. Guck dich das an. Oh, du grinst so schön. Oh, das ist so toll. Es gibt so viele Pokémon hier und ich freue mich schon darauf. Aber erstmal, wie gesagt, ist es wahrscheinlich wirklich am wichtigsten und am besten, wenn wir uns erstmal eine Behausung suchen. Es hieß ja in der Nähe. Ein Pikachu! Ich habe leider auch keine Pokebälle. Ich habe zwar den hier, aber der nützt mir nicht viel. Ach ja, und ich sollte vielleicht auch... Das hatte ich vorhin etwas leiser gemacht, damit wir uns auch gegenseitig verstehen. So. Wenn es euch uns zu laut ist, sagt mir Bescheid, dann können wir es gerne auch wieder etwas leiser stellen. Und es ist ein bisschen schwierig, sich hier noch ein Plätzchen zu organisieren. Bitte was? Okay. Gucken wir mal. Hier hinten gibt es so einen schönen... Hi. Ein Taubsi. Gibt so einen schönen Weg. Und da ja hier keine Bäume oder sowas unter Schutz stehen oder so, können wir uns ja hier ein schickes Plätzchen raussuchen. Und ja... Ich bin am Überlegen wirklich, was ich für eine Position hier einnehmen möchte. Bin ich einfach der, der ein bisschen abseits lebt, sein Ding für sich macht und einfach, ja, sagt, ich mache jetzt einfach so, wie es mir gefällt. Was zum... Ach so. Also hier haben wir auf jeden Fall Felder und hier haben wir etwas... Wir laufen auf Pikachu rum. Pikachu! Ach, weil man merkt überhaupt nicht, dass ich ein riesen Pokémon-Fan bin. Weil hier haben wir eigentlich ganz gut Platz. Das einzig Blöde ist, dass man hier noch ziemlich Terraforming betreiben müsste, dass das auch wirklich so hinhaut. Und hier ist ja schon das von ihm. Das heißt, wir sollten uns eigentlich ja hier so irgendwie zurecht machen. Okay, das heißt, wir basteln uns jetzt erstmal fix, ja, erstmal eine Schaufel und hoffen, dass es für ein bisschen reicht. Lassen sie hier stehen und basteln uns mal so, naja, sagen, was machen wir mal? Alter. Was? War das gerade, habe ich gerade einen Enderman gesehen? Was? Wow, und ich denke mal, so eine Größe von, ja, wie breit hat er es denn gemacht? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Das war jetzt um Randung so. Können wir eigentlich so stehen lassen, so 14er Breite vielleicht. Das ist eine ganz gute Idee. 12, 14er Breite und dann ist eigentlich jeder glücklich. Ich werde das hier hinten so machen, so hier zwischen den Baum. Team Rocket, ernsthaft? Ach, ist das geil. So, dann werde ich mir erstmal das ganze Hölzli hier nehmen. So. Werde das mal so zu Zäunchen verarbeiten. Oh Gott, wie lange ist das her, dass ich das ganz normale Minecraft so gespielt habe. Das ist echt schon ewig her. Da geht das schon damit los, dass ich schon mal einen Zaun machen will und das schon mal total falsch mache. Da müsst ihr mir einfach jetzt ein bisschen Nachsicht nehmen. Das wird jetzt noch ein Weilchen dauern, ehe ich mich da wieder richtig reingefuchst habe. Aber ich denke mal, damit habt ihr ja wohl die wenigsten Probleme. Wenn, dann habe ich damit Probleme. Sonst bin ich einfach dumm frech und sage einfach, guck mal hier, Zaun, ne?
Ach ja, stimmt ja. Ich brauche ja... Ah, da war ja was. Das wollte ich doch wissen. So. So. Zwölfmal Zaun ist ein bisschen wenig. Deswegen zack. 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 Ist ja jetzt erstmal total egal, wie die aussehen. Oh, guck mal, was wir hier noch haben. Zack. 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 So. Dann können wir uns auch noch fix zwei, eigentlich gleich noch zwei Schaufeln machen, weil wir brauchen sowieso ein bisschen Input. So, blub. Und dann würde ich sagen, können wir anfangen zu basteln. Erstmal du hier raus. So. Werde ich mir einfach hier so richtig schön so... Ich werde es hier so richtig schön hier so ein bisschen weiter hinter machen. Da fange ich am besten wirklich... Ich brauche ja auch noch einen Weg. Die Leute sollen ja zu mir kommen. Das heißt, ich muss mir auch noch aus... muss am besten sagen, hier so. Hier, da. Machen wir hier so den Weg. Und dann würde ich hier so hinter dem Baum, wie gesagt, halt anfangen zu basteln. So. Da kommt... Hier Nummer U9. Dann mache ich hier einfach so 1, 2, 3... 4, 5. Sechs, sieben, acht. Ich würde sagen, wir belassen es auch erstmal bei 10, das reicht. 9 und 10. So. Das ist länger. Und breit wird das Ding genauso. Und den Rest können wir uns ja dann aushöhlen. Und ich merke auch gerade so wirklich, Musik ist auch noch nicht hier eingebunden, großartig. Ich glaube, ich habe gerade einen ziemlich blöden Fehler gemacht. So. Aber hey, was wäre ein Let's Play von mir ohne irgendwelche lustigen Fails? Das kennt ihr ja nicht anders. So, wir haben jetzt hier eins. So, wir haben jetzt 10 nach hinten. Das heißt, wir haben eine Fläche von... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins brauchen wir noch. Und hier ist gleich noch was Lustiges. Zack. So. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ein bisschen Kohle kann auch nicht schaden. Und 10. Kohle! Kohle, 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 Kohle. So. Dann fangen wir mal an. Wir bauen unser Traumhaus. Wir bauen unser Traumhaus. So, dass es uns gefällt. Ah, sehr schön. Inventory Tweak ist ja auch aktiviert. Das habe ich euch auch verschwiegen. Also, es gibt hier einen Haufen Mods, die einfach noch nicht Erwähnung gefunden haben. Ich stell euch, weißt ihr was? Wir machen das mal ganz einfach. Stell euch die ganzen Mods, die wir hier verwenden, stelle ich euch unten mal rein in die Videobeschreibung, dass ihr eventuell etwas einfach nachbasteln könnt. Und ja,
auch euer eigenes Projekt in der Richtung starten könnt und wisst, wie ihr das Ganze handhaben könnt. Oder einfach wisst, was euer Lieblings-YouTuber so für beschissene Mods benutzt. Ich weiß, voll der Angeber der Viewer. Was tut ihr euch hier nur an? Ich finde das auch cool, hier gibt es so viele Sachen einfach, die mit drin sind, wie zum Beispiel, seht ihr das? Blup. Sonst muss man immer springen. Das ist auch alles hier mit dabei. Das ist alles mit dabei, dass das noch besser läuft einfach. So, und ich habe jetzt gar nicht abgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir werden uns das alles nach und nach so ein bisschen schön machen. Wisst ihr, wie das läuft. Aber das Schöne, was ich, wie gesagt, auch an dem Projekt finde, ist einfach, erstens, man kann sich mit so vielen Leuten hier kurz schließen und wir können zusammen einfach entdecken, was diese Welt und die ganzen Mods für uns bereithalten. Und ich merke gerade, dass diese drei Schaufeln etwas, naja, optimistisch waren. Ich glaube, da muss ich mir noch so ein paar machen. So, aber, ne? Wir hatten ja vorhin erwähnt. Bau ab den Scheiß! Wuhu! Es regnet Holz. So. Dann kann ich mir nachher nämlich noch ein bisschen schönes Gezöns machen. Hui. So. Das hier noch abgebaut. Oh, und es hat gehalten. Es hat genau gehalten. Der letzte Block. Oh. Was benutzt ihr eigentlich? Trampelfahrt. Wie zum Teufel kann man trampen? Das ist ein Nebulak. Ist das schon... Das ist schon irgendwie geil. Was heißt irgendwie? Das ist geil. So, jetzt muss ich mir nur noch aussuchen. Ne? Wir haben ja hier 9. Also hier 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Sprich, hier kommt... Ja, hier kommt Weg hin. Jetzt muss ich nur gucken, wie mache ich mir jetzt Trampelfahrt. Weil das sollte ja auch alles in allem so eins bleiben. Das muss ich mir jetzt alles, wie gesagt, so ein bisschen angucken. Und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Trampelfahrt. Tram. Groß. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir präsentieren Ihnen... Also ich könnte mir vorstellen... Pokeerde. Okay. Hi. Ich könnte mir gut vorstellen, dass... ja. Trampelfahrt. Wie wirst du gemacht? Ich hätte gerne da eine Möglichkeit zu Minecraft Trampelfahrt. Dann eben... Grube.
Jetzt labern wir nicht voll hier. Hört mir einfach. Weißt du, die ganzen neuen Nachbarn hier. Man hat noch nicht mal irgendwas gemacht hier, so Pokémon-Erde. So, nehmen wir einfach, weil wir ganz dekadent sind, nehmen wir Pokémon-Erde. Da sind wir ja ganz bescheiden in unserer Art und Weise, wie wir hier bauen und tun. So, zack, 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 so. Dann haben wir hier unser schönes Häuschen schon mal eingezäunt und haben schon mal ein Grundstück. Jetzt kann ich das erleben. Komm. Verschwinde. Können wir das schon mal hier reintun. Das gute Stück. Du kommst hier hinten schön ins Eck. Blub. Dann kann ich mir noch schön ein wenig Holz machen. Und aus einem hölzernen Bildungswesen macht man eine schöne Truhe. Und wenn ich mich nicht täusche. Ach nein, mir fehlt Holz. Mir fehlt Holz, mir fehlt Holz, mir fehlt Holz, mir fehlt Holz. Holz, 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 Holz. Guck mal, der steht so einsam verlassen hier. Ich wollte doch aber eigentlich den da. Ja! Holz. Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Da 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 dam. So, machen wir uns jetzt natürlich noch mehr Holz. So. Drei Schüler reichen auf jeden Fall. Mehr braucht der Mensch jetzt gerade wirklich nicht. So. Dann noch ein schönes Schild hier finden. Und dann sagen wir hier wohnt ULP. Fertig. Yeah, wir haben ein Grundstück. Wuhei. So, dann platziere ich hier noch schön zwei Kisten, aber die haue ich hier in die Ecke hin, weil ich bin ein sehr ordnungsliebender Mensch. Auch wenn man mir das mit Sicherheit nicht glauben mag, aber das stimmt. So, da kommt da der Ofen hin. So, und die Zäune ersetzen wir dann halt später ganz normal durch. Ihr wisst schon. Holz. Oder irgendwas anderes. Womit wir halt bauen werden. Aber was ich schon mal schön finde. Ich habe schon mal zwei Aprikokos. Was ich sehr, sehr geil finde. Die Zäune kann ich eigentlich auch gleich da mit reinpacken. Weil die braucht jetzt auch kein Mensch. Aber. Ich kann mir gleich mal ein paar Fackeln machen, weil wir müssen natürlich auch auf Wanderschaft gehen. Und eins, was mich hier natürlich sehr beruhigt, ist, dass wir ja nicht bei Life in the Woods sind und, naja, von einseitiger Ernährung uns nicht mehr ernähren können auf Dauer. Und vor allem, naja, nicht vegan leben müssen. So, jetzt sind wir wieder satt, wir können uns regenerieren und wir haben etwas Ausrüstung. Ich habe hier genügend Dab, um dieses zu machen. So für, naja, den Notfall. Wir wurden ja vorgewarnt vor Zombies. So, aber weil ich ein. Weil ich ja ein sehr pflichtbewusster Mensch bin, setze ich eine Fackel, obwohl ich Setzlinge setzen wollte. Ein Abra! Ah, Abra wurde ersetzt durch. Ich verstehe. Das ist auch geil. So. Ja. Wir haben unser Inventar. Wir haben unser Zeug. Wir haben ein wenig viel Erde. Ein Stack behalte ich. So. Dann werde ich mir aber nochmal fix alles aus Stein nochmal ein bisschen nachcraften. Dass wir noch
gerade so Axt und Spitzhacke und so, weil ich will unser gutes Zeug, was wir haben, nicht gleich verbrauchen. Und irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass wir hier... So. Zack. So, hier noch zwei Shovels und dann sind wir eigentlich glücklich fürs Erste. Die Schilder können auch ins gute Kistchen zurück. Die braucht jetzt auch keiner mehr. So, dann sind wir eigentlich für unser erstes kleines Mini-Abenteuer bestens gewappnet. Wir haben unsere Pokémon am Start. Wir haben alles, was wir brauchen. Jetzt die Frage, der gute Kollege hier hat sich ja schon so einiges zusammengesammelt. Wir sollten uns zumindest mal angucken, wie wir so eine coole Heilstation basteln und wie das heißt. Das heißt, wir wandern nochmal rüber zum guten Defekt-LP. Nicht, dass der jetzt denkt, wir wollen bei ihm klauen. Ich möchte einfach bloß mal gucken, wie diese Heilmaschine gebastelt heißt. Das Ding heißt Heiler. Okay, gut. Also kann ich jetzt einfach mal gucken. Wir gehen hierher, machen aus Tram ein Heiler und gucken mal, was... Ach du heilige Kacke. Paraheiler, Feuerheiler, Eisheiler, Hyperheiler. Wiederholbefehlsstock, Wiederball, Wiederballdecke, Wiederballscheibe. Ich müsste ja eigentlich auch einen Beleber geben. Top-Beleber, Beleber. Kostet Goldbarren und einen Apfel. Das ist schon mal okay. Eieieiei. Okay. Dann würde ich sagen... Welches Level bist du? Das sieht man gerade nicht. Irgendwas mit 2, aber das ist gerade ein bisschen mit 54 HP. Guck mal, wer sich da versteckt. Ich hab's gesehen, Team Rocket. Ich hab dich gesehen. Ich will dich fangen. So. Ach ja, und was wir, wie gesagt, noch ganz dringend machen sollen. Was ich mich aber frage. Wir könnten ja auch sowas wie ein Bett gebrauchen. Wo kriegen wir Wolle her? Das müssen wir noch sehen. So, dann machen wir jetzt aber erstmal Jay. Jay und... Taraya, so. Dann setzen wir mal einen Wegpunkt neu und nennen ihn Zuhause. Schließen. Da sehen wir unseren